So, Herr Hager, das ist ja nun also Ihre Masterarbeit. Nächste Woche wird sie noch gebunden, dann geben Sie ab. Die zentrale Frage, die wir Ihnen gestellt haben vor einem halben Jahr, war ja die, ist es möglich, in einem solchen kleinen Fernsehstudio so etwas zu realisieren, was man eigentlich nur von großen Fernsehstudios, vom ZDF mit seiner grünen Hölle zum Beispiel, her kennt? Nämlich, ist es möglich, reale Welten mit künstlich erzeugten Welten zu kombinieren und kann man das auch mit bewegten Kameras realisieren? Ja, das geht. Wir haben das hier umgesetzt. Anders wie im ZDF und der grünen Hölle arbeiten wir mit Postproduktion und nicht in Echtzeit. Das heißt, wir haben drei Technologien, auf die wir zurückgreifen und arbeiten dort in Nachbearbeitung der Daten. Na gut, ja, aber im Moment ist noch alles um uns herum blau. Jetzt zeigen Sie mal her, wie das geht. Also es passiert in erster Linie passiert es auf dem Chroma Keying, was man aus der Nachrichtentechnik kennt. Wir sitzen den blauen Hintergrund in unserem Studio gegen künstlich erzeugte Bilder aus dem Computer. Was jetzt, so wie wir es jetzt sehen, nichts Neues ist. Das macht ja jedes Fernsehstudio schon seit langem so. Genau, so also die Technik bis jede Nachrichtensendung funktioniert so. Wo ist jetzt die bewegte Kamera? Geht es auch? Das war ja die entscheidende Frage. Der Trick ist, dass die Kamera sich bewegt und uns dadurch durch eine Bewegung zeigt, dass wir uns in einem 3D-Raum befinden. Und wenn die Kamera sich jetzt mal bewegt, dann sieht man, dass sich der Hintergrund perspektivisch genauso mit verändert. Und wie haben Sie das jetzt realisiert? Wir haben auf die Motion Capture Technik zurückgegriffen, die wir eh hier im Studio verwenden, und haben die Studiokamera mit solchen Markern ausgestattet. Es funktioniert so, dass die sechs kleine Kameras hier unter der Decke angebracht sind, die ein Infrarotlicht aussenden. Und das Infrarotlicht wird von den Markern reflektiert und dadurch können die sechs Kameras die Bewegung der Kamera aufzeichnen. Und am Ende haben Sie dann einen Pfad im 3D-Raum, den Sie so in der 3D-Software verwenden können und Ihre virtuelle Kamera genauso fliegen lassen können wie die reale Kamera. Genau. Dadurch, dass ich die Bewegungsdaten mit in die 3D-Software nehme, kann ich mir dort eine Kamera erzeugen, die exakt die gleiche Bewegung durchführt wie die Studiokamera und mir dadurch die gleiche Perspektive im Bild liefert. Was sind denn jetzt speziell im kleinen Studio die möglichen Anwendungsszenarien? Also für ein kleines Studio eignet es sich hervorragend, da hier keine Grenzen mehr gesetzt sind, vor allem im Kulissenbau. Alles, was in der 3D-Software möglich ist, kann realisiert und umgesetzt werden. Man ist praktisch nicht mehr auf feste Kulissen angewiesen. Na gut, aber die richtig realistischen Effekte entstehen ja erst dadurch, dass die Schatten stimmen, der Glanz stimmt, das Licht stimmt, dass zum Beispiel ein Schatten aus der realen Welt rübergeworfen wird in die virtuelle Welt. Geht es auch? Aber wir können alles realisieren, wenn Sie hier mal sehen, wir haben einen verspiegelten Fußboden aus der virtuellen Welt und unser Spiegelbild fällt wiederum in diesen künstlichen Boden. Wir können es auch mit Schatten realisieren. Ich kann es Ihnen gerade mal zeigen. Wir haben hier in unserer 3D-Szene einen Schattenbereich. Sobald ich mich in diesen Schatten bewege, fällt er auf mich. Und wieder umgekehrt, wenn ich rauskomme, ist er wieder weg. Das Ganze funktioniert allerdings über Videopostproduktion. Also wir verwenden das Videoschnittsystem und Effekte, um dies zu realisieren. Das heißt ja dann im Endeffekt, dass man alles, was man in einer 3D-Software realisieren kann, man mit der realen Welt kombinieren kann. Genau. Wir können jeglichen Effekt aus der 3D-Software in die reale übernehmen. Beispielsweise können wir hier Kugeln schweben lassen. Darf ich mal? Aber gern. Ist die jetzt echt oder nicht? Geht die weg? Wenn Sie wollen. Wirklich? Ja. Funktioniert offenbar. Genau. Oder wir können auch Special Effects wie Beam-Effekte aus Science-Fiction-Filmen realisieren. Und das Ganze auch wieder zurück. Hager, jetzt reicht's. Mir ist ganz schwindelig. Bitte genug mit der virtuellen Welt. Geben Sie Ihre Arbeit ab.